schöne Buggys und einen Bus. Okay, eskortieren wir mal. Oh, Spideys. Ey, das Ding ist cool. Kann man damit auch vernünftig zielen? So, bam, bam, bam. Wo? Ich sehe doch gar nichts. Ach, da. Wo? Wo, wo? Okay, Überhitzung gibt's auch. Ach, zu viele. Papalapap, zu viele. So, das war's doch schon mit der ersten Etappe. Glaube ich. Hoffe ich. Sind wir schon da? Nee, anscheinend noch nicht. Okay, dann werden sie halt zerlegt, wenn da mehr Maschinen sind. Das ist jetzt nicht deren Ernst, dass ich jetzt Wespen treffen soll. Cool, Treffer. Wo seid ihr? Und kaputt. Und überall. Rambo hier, oder was? Egal, einfach mal hinterher. Keine Fragen stellen. Jawohl, wir haben die Autobahn erreicht. Das ist nämlich Fortschritt. Und weiter eskortieren. Oh nein. Nicht diese scheiß Motorräder. Ich meine, die haben zwar ein cooles Design und so, aber... Die schießen auf einen. Das finde ich nicht lustig. Oh, und halt doch mal die Karre, stimmt, jetzt soll der so zielen können. So. Kühl dich ab. Oh, danke. Oben ist einer. Komm her, Motorrad. Ah, überhitzt, überhitzt, überhitzt. Heilung! Ja Gott, was halten diese Dinger aus? Obwohl, ich schieß wahrscheinlich nur daneben. Ah, überhitzt, 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 sitzt, sitzt. Ach, stell den nicht so an. Hose. So, wo ist das nächste Motorrad? So. Noch jemand? Ohne Fahrkarte? Alright, that's the last of them.
So, wir haben den Schulbus in Sicherheit eskortiert. Geht doch! Finde ich schön. Schön ist das, schön. This is where we part ways. Das war ein Tiefschlag in die maschinellen Eier. We're in a lot of trouble to our doorstep. Still, in the end, you came through. If you change your mind, you're welcome to stay with us. Thanks. I appreciate it. But we're going after our guys. Do you even realize where you are? You're right under Skynet's eyes and ears. And you want to set out on foot? Hell, they're even jamming your radios, keeping you from talking to each other. You'll never reach your men. Not as long as that thing's still standing. Then we'll destroy it. The two of you? Alone? No, not alone. Thought you were coming with us. I wanted to. I can't live like you do. Suit yourself. I'm going too. I'm tired of spending my life on the run. After all I've done for you, Barnes, you're idiots. All of you. It's suicide. It may be. But I'd rather die for a reason than live without one. Yeah. Nice knowing you. Thanks for coming along. You don't have to do this. I know I don't, but we're here, so what's the next step? If that tower is the source of our problems, it's gotta go. Well, well, well. Looks like John Connor's come up with a plan. End of the road. Nah, man, we're just getting started. Looks like it's less than a mile from here. We'll be there in no time. Ja, weniger als eine Meile, aber es kann sich strecken. Kapitel 6. In die Wild. Spazieren gehen mit einer Bazooka. Aha, Roboter Roboter schleichen hier nicht rum. Ich hab den doch gerade gesehen. Bin doch nicht Banane. Wow. Das ging daneben. Och, Herrgott, ich bin auch heute echt super im Zielen. Eat this und this. Verrecke! Alte Mistkröte! Oh shit! Okay, wir haben ja noch unsere... Ah, habe ich auch nicht, scheiße! Shit, leer! Einfach draufhalten. Oh, lass schnell, lass schnell. Schnell, schnell, schnell! Egal, wir machen erstmal den Skinjob kaputt. So. Ja, jetzt geht der hier wieder rüber. Alte Mist. Made, du. Ja, so solltest du dich nicht drehen. Oh, meine Fresse. Und hier oben hatten wir doch Garten. Herrgott, und jetzt verreckt Branne. Oh, ich hasse diese schnellen Mistdinger. Jetzt aber Ruhe hier.
Ich hänge in der Grafik fest. Ach, das gibt's doch jetzt nicht. Ich hänge in der Grafik fest. Och nee, ey, das darf doch jetzt hier bald nicht wahr sein, oder was? Ah! Das gibt's nicht, ich hänge hier fest. Geil, nur Scheiß. Verflucht. Na egal. Wollen wir nochmal Kontrollpunkt gerade neu laden.